Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Beach Club Simulator. Wir haben Mitternacht, kurz nach Mitternacht, jetzt sehe ich gerade, dass hier ein bisschen was spawnt. Ja, das wünscht man sich am Strand, ne? Ekelhaft. So, ich wollte eigentlich schlafen gehen, aber wenn jetzt halt hier plötzlich der Dreck spawnt, dann weiß ich nicht, muss ich eigentlich schlafen? Ich denke schon, ne? Ich weiß es nicht. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass wir, wenn wir jetzt schon so viel Geld haben, dass wir dann erst einmal mit dem Knüppel den Kali herhauen. Batz! So, hier. Widerliche Fotos machen. So, schauen wir mal. Shopping. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Zeug. Und zwar würde ich sagen, wir nehmen auf jeden Fall noch so, keine Ahnung, Strandkörbe vielleicht zwei Stück, weil die können wir uns ja jetzt halt vielleicht leisten, zwei. Und dann nehmen wir nochmal zwei so Teile hier. Was haben wir noch? Maschinen, Boxen und so weiter. Das machen wir dann später. Wir können noch Dekorationen kaufen, dass wir vielleicht zwei Beachbälle hier noch kaufen. ein Abfalleimer wäre nicht schlecht, ne? Was gibt es denn da noch alles? Roundlight, Squarelight, Surfbretter, Blackboards, Windbreaker, Wahnsinn. Oh, Bäume, 8000 kostet da einer. Na holla. Pergolen. Okay, da haben wir drei Stück. Lebensmittel. Wir müssen auf jeden Fall noch schauen, dass wir Lebensmittel kaufen. Ich würde auch sagen, dass wir da vielleicht zumindest mal fünf Stück von dem ganzen Zeug hier nehmen. So, machen wir mal Zahlung. Da kommt er an mit seinem Päckerl. Schön. So, dann kann man sich das hier richtig schön schnuckelig machen. Jawohl, schön, wie du das trägst. Ach, wunderbar. So, Bin, das ist der Abfalleimer, ne? Da könnte man ja vielleicht hier einen herstellen, keine Ahnung. Na, ich würde dich gerne relativ gerad haben wollen. Einfach mal hier neben das Schild, ne? So. Weil warum soll ich schlafen gehen, wenn ich hier noch weitermachen kann? Genau, haben wir einfach da mal einen Ball her. Noch einen Ball. Den tun wir dann einfach da weiter vorne hin. So, was haben wir da? Yellow Chair. So, machen wir da hin. Ist erst einmal total Latte, ne? Hauptsache, es kommen ein paar Sachen noch mit dazu. Ein bisschen weiter vorne beim Strand. Läuft der da immer noch rum? Keine Ahnung, ob der irgendwas Besonderes. Ich weiß es nicht. So, den stellen wir jetzt mal dahin. Und den zweiten stellen wir jetzt einfach mal darüber. Kann man ja dann so. Ich meine, das For Sale, das haben wir ja eh noch nicht. Aber ist doch schon mal ein wenig besser, oder? So, dann würde ich sagen, stellen wir uns gleich noch Leute ein. My Beach, wir machen jetzt halt auf jeden Fall mal $10. VIP-Eintritt 85. Wachstum gucken wir mal ganz kurz. Sauberer Strand, zufrieden, beliebter Strand. Level 1, erstellen Sie Events und gewinnen Sie die Palme. Schlaflose Nächte, 1, weniger Hunger und Durst, mehr Energie. Okay, Popularität. Wir haben zumindest 4 Sterne, das ist doch nicht schlecht. So, Speisekarte mit Mitarbeiter. So. Leibwächter. Leibwächter werden wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Aber was ganz gut wäre, wäre ein Kellner. Der kostet jeden Tag 2500. Ich würde sagen, dass wir uns erst einmal den normalen hier mieten. Für 500. Und das ist der Oberkellner, keine Ahnung. Leibwächter, denke ich mal, dass der auch dafür da ist, dass der... Die Schatzsuche auf See hat begonnen. Ja, das ist sehr cool. Moment, nein, hier. My Beach wollen wir natürlich aufmachen, ne? Können wir schon
8 und 19 Uhr, alles klar. Dann Scanner, wir brauchen Geld. Ha, da haben wir es. Nehmen, einmal Fernglas, einen Schatz gefunden. So, 7:39 Uhr. Warten wir halt jetzt halt mal noch, mal Beach. Und dann machen wir den Strandclub auf. Und zack. So, dann gehen wir hier gleich auf Trader. Tun wir gleich mal verkaufen. Für 100. Setzen wir mal ein wenig höher. Verkaufen. 134. Muss ich da dabei sein? Ich kann nichts machen. Also ich kann nicht raus. Wenn das erst einmal läuft, dann läuft's. Ich will meine Leute reinlassen hier. 174, ja, das ist doch cool. So, zack, Glöck. Verkaufen, Dankeschön. Erstmal den, okay, nein, dann die Hand. So, normaler Eintritt, natürlich $10 hier. Akzeptieren, logisch. Guten Tag auch, VIP-Eintritt, natürlich, gerne doch. So. Wie gesagt, ich denke, dass wir immer Bescheid bekommen, wenn hier jemand am Ertrinken ist. Ach, das ist der Kellner? Jetzt, oh. Na, dir geht's gut, hä? So, VIP-Eintritt, na logisch. Immer her mit der Knete. Haben wir Trinkgeld drin? Oh ja, 23 Dollar sind cool. Die Tippbox. Ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn wir hier unseren Kellner haben. Da muss ich dann nur schauen, dass ich dementsprechend die Sachen auch wieder einkaufe. Ne? Kassieren wir mal den Kali ab und dann tun wir. Jawohl, VIP. So, du kriegst den Knüppel. So, dann schauen wir mal ganz kurz auf den Shopping-Dingsy. So, Pizza haben wir noch 4. Das ist gut, dass man das hier sehen kann. Bestellen wir mal hier jeweils 5 Sachen. Gut. Einmal Zahlung. Auf die Hände. VIP-Eintritt. Normaler Eintritt. Jetzt kommt der schon wieder. Sag mal, es könnte auch ein wenig zu oft werden. Hier mit dem Kerl. Kunde läuft Gefahr zu ertrinken. Aber VIP muss ich doch reinlassen, ne? So. Holen wir uns. Rettung! Dun, 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 dun. So, man muss einfach laufen und dann irgendwann switcht es um. Wunderbar. Unser Kellner läuft, so wie es sich gehört. Akzeptieren. So, dann war hier, ich weiß nicht, Hai wird man wahrscheinlich auch Info bekommen, wenn der zubeißt. So, normaler Eintritt. Vielleicht kann man ja da irgendwann ausbauen. Zu Hai los. Ich weiß es nicht. Kunde läuft Gefahr zu ertrinken. Jawohl. Rettung. Ja, also wenn ich nicht stark bin, dann weiß ich auch nicht, ne? So. Die Mafia oder was? So, was geht mit dir? Mein Freund, ohne Schutz zu arbeiten ist riskant. Für die Sicherheit dieses Strandes ist es wichtig, dass Sie eine Zahlung an uns leisten. 300, naja, dann komm. Und verzieh dich. Dann tun wir uns auf jeden Fall mal einen Leibwächter her, ne, würde ich sagen. Weil das geht ja gar nicht. Hallo? Okay. Man kann natürlich auch in diesen Klamotten, oh.
$35 Trinkgeld, cool. Hallöchen. Einmal normaler Eintritt. Ja, muss ich gucken, dass ich immer schön meine Vorräte auffülle. Schauen wir auch gleich nochmal nach. Moment, kassieren wir den nochmal ganz kurz ab. So, dann Shopping. Gehen wir mal auf Getränke, weil ich denke mal, dass da am meisten fehlt. 4, 3, 2, 3. Dann nehmen wir hier mit, was geht. Okay, gut. Zahlung. Dann gehen wir noch mal ganz kurz auf die Hände, dass wir die nette Dame hier mit reinlassen. Dann noch mal drauf. Shopping. Und anscheinend kann ich da ja gut alles im Vorrat immer schön bestellen. 5, 5. So. Kommen Sie rein. Schön, wenn da so viele kommen. Kann man natürlich gutes Geld verdienen. Da kommt schon wieder der Kerli mit seinem Phone. Könnte man sich wirklich sparen, sowas, ne? Also müsste man jetzt nicht unbedingt einbauen ins Spiel. Ich finde aber schon mal ganz gut, dass ich selber nicht jetzt die ganze Zeit zum Essen rennen muss und trinken. Und ihr wisst, was ich meine. Also ich jetzt auch nicht unbedingt ständig aufs Klo muss oder so. Weil da habe ich jetzt halt ein bisschen Schiss gehabt beim ersten Part schon, als ich den jetzt aufgenommen habe, dass das ein wenig überhand nimmt. So, oh, sind schon getrunken worden hier. 5, 5, 5. Dass wir da erst einmal ein bisschen Vorrat haben. Ne? Guten Tag. Noch bis zur letzten Minute hin kassieren. 18 Uhr oder sowas ist Schluss, ne? Läuft Gefahr zu ertrinken. Wo? Da. Ja, Rettung. So, pump, 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 pump. So, Hände. Noch schnell kassieren, bevor der Laden schließt, ne? Vor allem die VIPs sind wichtig. Vor allem die kommen jetzt am Strand und müssen jetzt gleich wieder gehen. Aber noch reicht es mit dem Kellner, ne? Es hat Spaß gemacht. Ich bin sehr zufrieden. Okay, und Gehalt ist, der Mitarbeiter wird automatisch abgezogen am Abend. Das ist doch gut. Das ist doch cool. So, also, das ist wirklich gut, dass ich nicht nach Hause muss. Also, wenn es jetzt halt mit der Dusche und Toilette und sowas ein wenig zu arg wird, dann ist klar, ne? Dann müssen wir halt mal. Aber ich finde es nicht schlecht, dass ich hier nicht laufend nur am Zurückrennen bin. So, Pergolen. Wollen wir? Nee, die sind zu teuer. Dekorationen wollte ich nochmal schauen. Windbreaker. Eine Palme, die ist mir jetzt ehrlich gesagt auch noch zu teuer. Speaker. Oh, Automat. Da kann ich bestimmt. Schaumaschine, ja, okay, das ist für die Partyzone. Aber so ein Automat, der kostet zwar 11.000, aber ich denke, dass der. Müssen wir einfach mal ausprobieren. Dass der Geld generiert im Laufe der Zeit. Hoffe ich. So, dich hau ich durch die ganze Stadt, du, das sag ich dir. So, was steht denn da vorne eigentlich drauf? Beach Club. 300. Veranstaltung einstellen für 5.000. Oh, man kann hier eine Veranstaltung machen, okay. So, lass uns mal den Hammer. Ich nehme mal meinen Hammer in die Hand.
Machen wir doch den hier neben. Wenn ich auf Shift klicke, dann macht es automatisch. Das ist cool. Den machen wir jetzt halt hier neben den Dings hier. Bearbeiten? Nein, nein, warte mal. Hände. Thank you, Dollar Bills. Da ist jetzt halt die Frage, ne? Ob ich da Geld reinkrieg. So, 3056. Jetzt können wir mal. Jetzt können wir mal ein bisschen abdancen. Ja, 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 ja. Der Beach Club läuft. Ja, ja. So, dann gehen wir mal rüber. Jetzt möchte ich das mal testen hier mit dem. Also wie gesagt, ich finde es gut, dass man da nicht muss. Aber wir testen jetzt das nochmal mit der Dusche, weil wir haben ein bisschen grau. Das sieht man ja hier. Okay, und zack, ist weiß. Ja, finde ich wirklich gut. Das ist endlich mal nicht übertrieben. So, und wir brauchen ja nicht schlafen. Wir können einfach da bleiben. Schauen wir nochmal wegen Trinkgeld, ob was am Ende noch zusammenkam. Nochmal 42 Dollar. Nicht verkehrt. So, ein paar Strandstühle wäre natürlich nicht schlecht. Aber ich würde sagen, wir gucken mal wegen Vorräten nochmal, dass wir alles wieder aufstocken. Wir fangen von oben an. 5, 5, 5, 5. So, bestellen wir dann mal zwei. Da, ups, zwei. Ich denke mal, das ist ganz gut am Abend. Einfach dann mal checken, wie es hier ausschaut. So, nehmen wir noch ein paar neue Sachen hier mit rein. Nehmen wir noch zwei Pizzen. Hier eine. Da zwei. Da zwei. Na, wie viel geht denn noch? So, da sind wir am Ende. Zahlen 270. Nein, bleibt drin. Ich will das jetzt halt auch noch auf 5 hoch. Und da geht noch 4, ne? So, dann hier noch eins. Pergolen, Dekorationen. Dekorationen vielleicht doch noch mal. Aber die sind recht teuer jetzt, ne? Ich habe ja nur noch die 2000, noch ein bisschen was. White Cushion. Das sind so Kissen, sind das, ne? Mal hier so einen Ring. Nehmen wir doch auch mal eine Yellow Rubber Duck mit. Duschen, 3000. Okay, also um die Sachen kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Also wenn wir das Geld haben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir vielleicht das ein oder andere an, da hinten kommt er, das ein oder andere noch an Geld reinbekommen. Also gerade in Bezug hier vielleicht auf Schätze. Das war nämlich jetzt ja schon eine große Hilfe, den Schatz, den wir da gefunden haben. So, trapp mal an, du Klappstuhl. So, 3 Uhr, 5 Stunden noch bis zur Öffnung. Na, du hältst dich wenigstens fit, ne? So, die Rubber Duck. So, zack. Einfach da mal her. The Swimming Ring. So. Ja, gefällt mir schon. Gefällt mir, gefällt mir. Muss man die Dinger irgendwie reparieren oder sowas? Kann ich mit meinem Kellner quatschen? Nö, aber der langweilt sich. Servusle. Du grinst wenigstens immer, ne? Das ist schon gut. Jawohl, wir haben auch noch unsere Wasserpfeifen da, unsere Shishas. Okay, gut. Dann warte ich jetzt mal ganz kurz, weil jetzt wird es wahrscheinlich gleich wieder losgehen hier mit Müll. Von daher, nimm schon mal dein Ding in die Hand hier. Das finde ich nicht schlecht.
Also wenn du dann Geld hast, dann musst du nicht ins Hotel, kannst hier dein Geld ausgeben erstmal für neue Dekorationen. Ja, es wird bestimmt interessant, wenn man dann noch den Pool dazu hat. Aber den Bodyguard müssen wir uns natürlich mal angucken, weil wenn hier Mafia reinkommt, ich weiß nicht, was passiert, wir können es ja mal testen. Wenn ich sage, nö, ich zahle nicht. So, wie schaut's aus? Wir haben 5:30 Uhr. Kommt hier ein bisschen Müll, den ich dann gleich wegmachen kann. Da vorne ist ein Boot, ne? Also wenn wir das hier kaufen können, vielleicht kann man dann. Ne, müssen wir mal gucken beim Boot, was man da vielleicht machen kann. Weil das da schaut mir auch so aus, als könnte man das kaufen irgendwann. Hier mit dem Jetski, ne? Es steht ja hier vorne dran, ne? Und auf dem Schild. Expand Pool und Jetski. Also man kann den Pool hier erweitern und den Jetski. So, heute kein Müll. Aber vielleicht gleich ein Schatz, das wäre natürlich nicht schlecht. Sorry, dass ich jetzt hier gewartet habe, aber. Da haben wir es. Nehmen, das ist eine Münze. So, gehen wir mal auf unser Handy. My Beach. Ach so, ja, 8 Uhr ist in Ordnung. Aber dann würde ich sagen, aufmachen, dann die Münze versteigern, weil die dauert ja auch 20 Sekunden. Wir machen jetzt halt mal den Preis auf 12 hoch und VIP auf 90. Strand offen, Trader, Auktion, verkaufen. Okay, es lohnt sich schon, dass man da ein bisschen höher macht. Wir können es ja mal probieren, beim nächsten Mal noch bis zum Anschlag oder so zu gehen. Vier Teilnehmer, 260 schon. Okay, gut. Dann her damit. Mit der Knete. Dann lassen wir mal unsere ersten Gäste rein. Servusler. Guten Tag, die Dame. So. Junge, es gibt gleich was zu tun hier. Ja, aktuell sind wir hauptsächlich Türsteher, ne? Türsteher und Lebensretter. Und am Abend geht ja erst das Geld weg für die Mitarbeiter. Also ich denke, mit dem, was wir hier noch einnehmen werden, sind wir doch ganz okay. 5 oder 6 VIPs, dann haben wir auf jeden Fall schon mal den Kellner bezahlt. Beim Barkeeper bin ich mir jetzt gar nicht sicher, was der eigentlich verdient. My Beach, Mitarbeiter, aktuell. Achso, da kann man um 10 Dollar, genau, 500, $600 sind das jeden Tag. Also im Grunde 6 bis 7, 8 von den VIPs. Und dann haben wir doch unsere Leute auf jeden Fall bezahlt. So, und wir kriegen ja Bescheid in Bezug auf, wenn jemand ersäuft. Ich weiß nicht, inwiefern der Hai. Ja, da kommt was. Jetzt ist nur noch die Frage, da habe ich jetzt nämlich nicht aufgepasst, wie viel mir so ein Automat bringt, ne? Weil ich sehe das dann zu spät. $12 stand da jetzt irgendwas. Ach so, das ist er hier. Der Kellner. Ja, da müsste ich nur mal gucken, ne? Was wegen den Bewertungen, was die Leute hier so sagen.
sind ja einige, die hier rumschwimmen. Vor allem, das ist immer so ein... Naja, der hat jetzt zu warten. Der Kunde, den ich muss erst einmal die neuen reinlassen. Da ist er. So, komm her. Lass dich retten. So, zack, zack. Professional Lebensretter bin ich. So, grüezi. Komm rein, mach's da bequem, gell? So, Sandwich, jawohl. Da habe ich jetzt wieder nicht gesehen, was das gebracht hat. Ich müsste quasi aufpassen, wenn er mal losrennt, eine Bestellung zu machen oder wenn jemand hier am Automat. Was? Hier noch ein Tipp. Ach so, ein Trinkgeld. Schön. Normaler Eintritt. Weiß gar nicht, in dem. Ah, er läuft hin und 2 Dollar. Okay. 2 Dollar und 5 Dollar. So, guten Tag. Jetzt wollte ich nochmal gucken hier. Shopping. Bei den Getränken. 2 Dollar, 4 Dollar. Aber das zahle ich doch auch, ne? Wenn ich 2 Dollar habe, dann zahle ich 2 Dollar. Und das ist ein Apple Juice. Aber ich verdiene daran ja anscheinend nichts. Was? Stock? Schützen Kunden? Ach so, hi. Ja. Hi, hi, hi. Hi, hi. Hi. Für dieses Erlebnis hinterlasse ich einen extra Tipp. Jawohl, so kann sich das. Aber ist schön. Bekommt eine Meldung, wenn irgendwas ist. Man kann sich quasi ganz entspannt hier um seine Leute kümmern, die reinkommen. Man kann sich um Deko kümmern, wenn man das Geld hat. Oh, das ist ja schon 84 Dollar. Holla, holla. Warten wir mal ab am Abend, wie viel das ist. Weil den Tag würde ich jetzt halt gerne noch abschließen wollen. So, dann retten wir mal wieder einen. Oder eine. So, gleich über Wasser. Wunderbar. ...3000 haben wir schon wieder insgesamt, ne? So, da wollte ich mal gucken und... Hier zum Automaten. Boah, das habe ich jetzt nicht erkannt, ne? Jetzt habe ich extra hingeguckt, aber ich habe es nicht erkannt. Ich meine, gut, der Automat kostet 11.000 und das, was man jeden Tag da bekommt oder bei jeder Aktivierung bekommt, sind anscheinend 2,50 oder 3. Oh, du gehst zum Automaten. Schauen wir mal, ob ich es jetzt erkenne. 4 Dollar. Kann das sein? Oder waren das jetzt die Crispies? Ja, das gefallen. Nimm mal ein extra Trinkgeld. Schön. So. 3050 haben wir. Sehr gut. Hier noch ein Tipp. Ah, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Oh, schnell noch kassieren. Kassieren, kassieren. So, gehst du jetzt auch am Automaten? Dann muss ich jetzt nochmal aufpassen, weil jetzt steht der Kellner da hinten. Nee, ist okay. Ist okay. Jawohl, kommen Sie ran. Noch schnell den Eintritt zahlen, bevor wir schließen. Okay, war jetzt kein VIP, aber das ist ja egal. So, toll. Und was sagst du? Mir hat es sehr gut gefallen. Hier ist ein besonderer Tipp. So, lauf ein wenig schneller, dass ich dich noch kassieren kann, aber 19 Uhr ist vorbei, ne? Und schon haben wir nur noch 2500, aber ist gut.
Ja, doch, macht Spaß, muss ich sagen. Also kann ich mich jetzt nicht beschweren. Jetzt gucken wir mal, was wir an Sachen verkauft haben und bestellen nach. So, wir haben hier zweimal die Dose, da haben wir nichts verkauft, da haben wir nichts. Aber ich denke, mit 3 Stück pro Getränk oder sonst was ist mir doch, also 5 Stück meine ich, ist mir doch ganz gut bevorratet. Bis jetzt ist noch nichts auf die Null gegangen. So, bei Lebensmitteln schauen wir dann nochmal hier noch. Zack, zack. Jawohl, bestellen wir mal. 5, 5. Und vor allem, man ist gleich hier wieder drin, ne? Ich muss nicht extra wieder mich irgendwie dahin blättern und suchen. Jawohl. Perfekto. Perfekto. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, mache ich noch einen Part, mache ich keinen mehr. Ich warte mal eure Reaktionen ab, ob ihr noch ein Part sehen wollt. Insofern, also Spaß machen tut's, ganz klar. Aber für heute ist auf jeden Fall erst einmal Schluss. Gut, wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Ich versuche das mal nach seinem Rhythmus hier zu singen. Und lasst mir ansonsten, nee, und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut, ciao, ciao.